Moment. So, alle Leute, da ich ja nun soweit mit Postel 2 Paradise Lost fertig geworden bin, wenn auch nicht hundertprozentig, aber zumindest haben wir alle 5 Tage geschafft, bis es dann partout nicht weiterging, was wie gesagt nicht meine Schuld ist. Und ich hatte immer wieder was angekündigt, was ich noch zeigen wollte im Spiel. Habe aber dann nicht mehr dran gedacht hinterher oder habe es während ich gespielt habe und habe es aufgezeichnet. Nicht dran gedacht, laufe ich heute halt nochmal rum und zeige euch nochmal ein paar Sachen, die ich möglicherweise übersehen habe oder die vorher untergegangen sind, weil ich zu so schnell da durch bin. Und das ist jetzt ein Test. Ich möchte an dieser Stelle die Userin Cactus Kiwi erwähnen. Also das ist kein Tribut, ich möchte sie nur erwähnen, weil sie hat mich erst auf die Idee gebracht. Ich muss aber allerdings dazu sagen, ich war bereits von, lasst mich schätzen, weil ich weiß es wirklich nicht mehr hundertprozentig. Ich war bereits von 2003 bis 2004 oder so und dann halt von da an bis 2007 war ich schon mal das erste Mal Mitglied bei YouTube. Und ich kann mich erinnern, ich hatte damals für die Band Böse Onkels hatte ich ein Tour-Video oder irgendwas hochgeladen, wo es urheberrechtliche Probleme gab und wahrscheinlich wurde da der Account relativ schnell gekündigt, also gesperrt. Dann habe ich mir ein paar Jahre Zeit gelassen. Dann habe ich mich durch hier sinnlosen Weltraum, hat man ja gesehen, die ersten Videos auf meinem Kanal, um 2012 erneut angemeldet, mit neuen Daten natürlich. Habe versucht, zu sinnlosen Weltraum Let's Plays zu erstellen, weil damals, wie gesagt, sinnlosen Weltraum kaum jemand anders benutzt oder gespielt hat. Und dann habe ich keine Let's Play-Videos dazu entdeckt. Soweit wie ich damals kam, sieht man ja, also wie gesagt, anhand des Alters. Die älteren Videos sind teilweise mittlerweile bis zu 8 Jahre alt. Also hier auf diesem Hauptkanal, auf diesem Nebenkanal, den ich damals, habe ich auch erklärt, warum, separat nochmal dazu einrichten musste, die sind ungefähr 7 Jahre alt. Und irgendwann, also auch so wie das Spiel rauskam, ich habe nämlich immer jetzt behauptet, Postal 2 Paradise Lost wäre ungefähr 10 bis 13 Jahre nach Postal 2 rausgekommen. Und Postal 2 kam ja 2003 raus. Sekunde, ich mache mir die Zigarette ein. Wie es sich herausgestellt hat, kam Postal 2 Paradise Lost um 2015 raus. Und ich habe es wahrscheinlich irgendwo auch so in der Zeit entdeckt, 2015, 2016, 2017. Und weil ich damals nach Let's Plays dafür geschaut habe, weil ich halt das Spiel da schon den Zeitpunkt hatte und mir gefallen hat und durchgespielt hatte, habe ich halt die Userin Cactus Kiwi entdeckt. Sie hat allerdings nur zum normalen Postal Share the Pain hat sie Let's Plays veröffentlicht. 40 Videos. Ich weiß, also ich kann mir denken, warum sie da nicht weitergekommen ist, warum sie dann noch 40 Videos aufgehört hat. Aber sie hat mich erst auf die Idee gebracht, weil wie gesagt, sie hat einen wunderbaren Humor, abgesehen von einer angenehmen Stimme. Also ich sehe ihre Videos heute noch gerne und dadurch kam ich auf die Idee, also sprich, sie hat mich inspiriert, selber irgendwann mal Postal Let's Play Videos zu erstellen. Wie man ja gesehen hat, habe ich jetzt, was lange währt, wird endlich gut, sinnlose Weltraum, soweit ich kam, fertiggestellt, also zumindest Spiel 1, Spiel 2. Spiel 3 habt ihr ja jetzt die letzten Let's Plays dazu gesehen, also ich bin ziemlich weit, aber mehr kann ich halt auch nicht tun, ich kann nicht zaubern. Deswegen habe ich dann angefangen mit Postal 2, allerdings mit Paradise Lost. Weil halt abgesehen von Cactus Kiwi ihren Let's Play Videos gibt es ja schon genug dazu. Paradise Lost habe ich bis jetzt eher weniger gesehen, oder wenn, dann haben sie es nicht komplett durchgespielt, also alle Let's Plays veröffentlicht, also komplett alle Tage. Oder es war Englisch, also nicht von hier, andere Sprache. Ist zwar egal, das Spiel ist auch auf Englisch, aber es macht halt weniger Spaß. Man möchte schon denjenigen auch in der Muttersprache verstehen, denn wir sind immer in Deutschland. Und deswegen laufe ich heute nochmal mit euch rum,
Zwischendurch erwähne ich wieder Kiwi, also wo sie mich erst inspiriert hat, wo sie mich erst auf Ideen gebracht hat, Cactus Kiwi. Dann zeige ich nochmal ein paar Sachen aus Postal 2 Paradise Lost, die ich vorher mal wieder angekündigt hatte, die ich auch machen wollte und habe dann wahrscheinlich im Gameplay oder sonst wie auch nicht mehr dran gedacht. Gut, Moment, geht gleich los. Entschuldige, dass gerade die Musik jetzt unterbrochen war. Entschuldigt, meine ich, dass gerade die Musik unterbrochen war. Ich mache etwas leiser, weil man soll mich ja auch verstehen, während ich rede, während ich hier irgendwo mit euch rumlaufe und irgendwas zeige. Also ich habe jetzt noch etwas lauter gehabt wegen der Musik am Anfang. Und ich sehe, ich habe ziemlich laut gehabt, entschuldigt, war gar nicht geplant. Ja, was soll's. Also wir sind mittendrin, ist ja jetzt egal, wie gesagt, wir haben es soweit durch. Das erste, was ich vergessen hatte, euch zu zeigen, das war, wo wir Dienstag oder Mittwoch die Kühe gemolken haben. Dieser Typ da, dieser Mann mit den Kühen, hat man ja gesehen. Also, der war ja ziemlich irgendwie krank im Kopf. Gummipuppe im Bett gelegen gehabt, mit Kuhkopf. Im Bad, hier in der Badewanne, also eine Kuh als Gummipuppe und so. Ich überlege mir gerade, wie wir da jetzt am schnellsten hinkommen. In Richtung Bank bin ich mir eigentlich sicher. Ja. Oder? Moment. Ah, ich muss doch mal auf die Karte gucken. Also hier, Bank ist, na, ist mal Mauszeiger aktiv. Ja, Bank ist hier, PU Games. Wir sind hier. Also doch, naja, dürfte hinhalten. Kann ich jetzt nicht beschleunigen, das liegt am Game.
Bild da gar nicht. Na, wie nennt sich das Level überhaupt? Bei der alten Karte hätte ich es gewusst, also bei der Original Postal 2 Karte. Ah, entschuldigt, das war falsch gelaufen. Ja, jetzt weiß ich wieder, wie man da hinkommt, also am schnellsten. Deswegen sage ich also, die alte Karte hätte ich aus dem Kopf gewusst beim normalen Spiel. Da hießen ja die Gebäude teilweise anders. Hier verliere ich manchmal auch ein bisschen die Orientierung. So. Und zwar ist das dieses große Ghetto, wo wir normalerweise halt, Moment, hier lang, wo wir normalerweise nie hinkommen. Also bei der normalen Postal-Version braucht man da überhaupt keine Sachen zu erledigen. Wenn man aber bei Amiga Paradise Dienstag hingeht, oder bringe ich was durcheinander? Also ich muss jetzt überlegen, aber ich glaube, ich bin richtig. Wenn ihr mal Dienstag zum Supermarkt geht. Nee, am Montag. Wenn man am Montag in die Spielothek geht, bekommt man irgendeinen Sonderauftrag. Ich glaube, Teen Sniper, ich weiß nicht, ob man das separat installieren muss. Mission Teen Sniper. Und soll der Motherboards oder irgendwas abliefern. Und da steht jemand in diesem Ghetto. Da steht jemand in diesem Ghetto vorm Haus. Ich hatte auch mal ein Bild dazu. Das habe ich irgendwo hochgeladen auf so ein, ich sag mal, Board, wo man halt Cheats und sowas sich runterladen kann. Und Dienstag trifft man ihn, also wenn das jetzt immer noch der Supermarkt wäre hier, Lucky Garnish. Ich zeig's gleich, Moment. Wie gesagt, die normalen Postal-Fans werden es wissen. Dienstag trifft man ihn hier, wo jetzt der steht. Also das ist er nicht. Im normalen Postal-Game würde jetzt hier dieser Teen-Sniper stehen. Und der nimmt einen mit in das Ghetto und von dort aus kommt man zur Schule. Also was im normalen Postal Share the Pain gar nicht vorhanden ist. Das Level mit der Schule. Wo stattdessen gewählt wird, anstatt man Dienstag oder Mittwoch hier im China-Restaurant wählt. Also hier beim Supermarkt. Nee, hier drüben wählt man hier. Wo man auch wohnt, also im ersten Level, wo auch der Mondwagen steht. Und da kann man auch 100 Zombies töten. Die Mission heißt Teen Sniper, soweit ich mich erinnern kann. Oder der Mod heißt Teen Sniper. Also ich glaube, der ist nicht im Amiga Paradise enthalten, aber man bekommt ihn nachträglich zu laden. Es sei denn, es ist im normalen Spiel vorhanden. Man darf aber nicht vergessen, ne? Sekunde. Weiß nicht, ich mache hier gar nichts mit der Maus und ständig verdreht sich hier der Mauszeiger. Man darf aber nicht vergessen, dass man ihn im
Ghetto anquatscht, montags, ja genau, wenn man in der Spielothek diese Wartepforte erhalten hat. Und man darf nicht vergessen, den Dienstag hier beim Supermarkt, wo ich eben hingezeigt hatte, wo da einer stand, da anzusprechen. Ansonsten kommt man da nicht hin. Also es passiert nicht automatisch. Man muss erst mit ihm reden, auf ihn zugehen. So, genau, hier wollen wir hin. Und hier ist es auf der Rückseite von, wo wir unsere Checker holen hier, bei Wins, also am Montag, im normalen Spiel. Wenn wir dann bei diesen Ghettos sind, die meisten werden es wiedererkennen. Wie gesagt, da waren wir bei dem Typen, wo wir die Kühe melden mussten hier in diesem Spiel hier. Wäre das los, was ist mit dem los? Ob grenzt der, ist der betreut oder was? Anscheinend ist er auf dem Trip. Ja. Jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, was mit dem los war. Alkoholflaschen habe ich da keine rumstehen sehen. Scheiben haben sie nicht wieder eingesetzt, also immer noch kaputt. Oder waren immer kaputt. Ich kann mich erinnern, ich habe die auch schon mal eingeschossen. Wahrscheinlich haben sie es, seitdem ich es eingesetzt habe, nie wieder eingesetzt, also wieder erneuert. Ist ja klar, hier wird ja kaum irgendwo ein Glaser existieren hier. Mit der Apokalypse. Also echte Postel-Vents werden es wieder erkennen. Hier ist die Rückseite, wo wir bei Vents und den Checker holen. Und dieses Moment Hundefutter, also Hundekuchen. Aber wenn ich sie ja nicht benutze, aber. Irgendwas Wichtiges, ne, Healpacks, also brauche ich ja nicht. Und zwar ist es hier. Warte, Katze, nein, jetzt ist er, ja, ich hab's doch gut. Hier. Also jetzt ist hier halt die Grube, ist klar. Normalerweise wird es jetzt hier um die Ecke gehen, aber jetzt muss man halt unterirdisch. Da ist dieses große Ghetto hier, wo auch der Typ existiert, wohnt. Mit diesen Kühen hier. Die Mission mit Kühe melden, also hier in dem Spiel. Na, komm raus da. Ja, jetzt ist es, ganz unten liegen bleiben. Und da habe ich euch ja erzählt, wie gesagt, später, wenn man nochmal hingeht, wenn jetzt regnet. So versteht man mich besser, wenn man hingeht und nochmal in die Fenster reinschaut, ist ein paar lustige Sachen zu entdecken und wir können ja auch. Selbst wenn die Tür verschlossen ist, über den Sheet das Haus nochmal betreten und können uns nochmal umschauen. Also später, jetzt nachdem die Mission bereits erledigt war mit den Kühen. Hier. Also im normalen Spiel würde man hier hinkommen, also auch da drüber, wo wir jetzt gerade hergekommen sind. Jetzt ist es halt oben. Und ich mache mal kurz den Ton weg, hier wegen Regen. Und was ich eben erwähnt habe beim Supermarkt, also entweder steht der Teen Sniper da, wo ich eben auf den Typen gezeigt habe, oder am Montag mit dem Motherboards hier, holt man der Spielothek ab, steht er hier. Also wo jetzt gerade mein Fadenkreuz hinzeigt. Muss man aber wie gesagt separat runterladen und da kann man auch mit diesem Mod oder was es ist, kann man auch die Automaten in der Spielothek selber benutzen. Also diese Goldmünzen haben wir ja gesehen, also im normalen Spiel. Die kann man entweder am Tresen kaufen, also gegen Dollar, gegen Geld. Oder man erschießt halt jemanden, der gerade spielt, da liegt meistens schon so ein Goldstück, eine Münze für einen Automaten. Und mit denen kann man dann auch die Automaten benutzen, kann da auch ein Spiel spielen, also ein Game im Game. Und zwar heißt das Game Fuck Hunter. Also man muss so ein paar Perverse dann irgendwie jagen. Also im Spiel. Man ist dann genau wie hier die Figur. Und jagt halt irgendwie, keine Ahnung, 20, 25, 30, so ein paar Perverse. So, mal gucken jetzt ins Fenster. Moment, ich nehme Waffe, dass man auch was sieht. Also hier. Sieht man rot, dass man auch was erkennt. Das ist normal. Aber ich kann mich erinnern, irgendwo war da eine Kuh.
Also ich war der Meinung, wenn man ins Fenster schaut, entdeckt man hier eine Kuh. Jetzt ist die Tür wahrscheinlich zu, oder? Ja, jetzt ist sie zu. Buttsaws. Ach, da oben, ja, seht ihr so. Jetzt kann ich die Siedlerrunde vergrößern. Moment, ich muss erst. Ich bin ja gerade hierher geflogen. You gotta be fucking kidding. Ja, wo ist das Fenster hier? Jetzt kennen wir ja die Kuh, also hier vom Polizeirevier, vom neuen Polizeirevier. Moment, machen wir einen Ton, also ich muss den Ton ausmachen wegen den Regengeräuschen im Hintergrund. Jetzt kennen wir ja die Kuh vom Polizeirevier, also die da auch auf der Bühne stand, hat getanzt. Also das sind so ein paar kleine versteckte, wie sagt man, Easter Eggs. Also sind nicht wichtig fürs Spiel, aber sind halt lustig, wenn man sie nachträglich erfindet. Also die war vorher nicht da, wo wir in dem Haus noch rein konnten, jetzt ist sie halt da. Die tanzt halt die ganze Zeit vor sich hin. Wir können mal aus Spaß mit Cheat das Haus betreten, aber ich glaube kaum, dass da eine Musik irgendwie abgespielt wird. Buttsaws. Ja, hier ist nichts zu hören. Man sieht auch eben, hat man es gesehen von der Treppe aus, also sie steht nicht wirklich auf dem Boden hier, sie schwebt mehr oder weniger in der Luft. Na, eben hat man es gesehen. Hier. Also ist noch Luft unter. Moment, ich zeige mitten. Achso, es geht ja wieder nicht. Muss ich ja wieder schwimmen, wo das beenden. Aber man dürfte es halt so erkennen. Hier ist noch Luft unter den Hufen hier. Also haben sie wahrscheinlich nur eingefügt, damit hier keiner auf die Idee kommt, nochmal die Treppe hochzulaufen, dass sie die Treppe hier blockiert. Ich weiß nicht, ob man die töten kann, aber wir müssen ja nicht sinnlos ein Tier töten, was uns nichts getan hat. Das ist halt das erste Easter Egg hier. Gut. So. You go, girl. Moment. Jetzt ist glaube ich wieder normal, also kein Regen. Jetzt kann ich wieder richtig reden, weil bei Regen versteht man mich ja nicht. Jetzt wieder zurück, wie der Supermarkt war, also wo wir hier am Freitag hier die eine Mission mit diesen Perversen da erledigt haben. What seems to be the problem, officer? Was wollte der jetzt von mir? Ich habe ihn doch gar nicht angemacht, warum macht er mich denn mal hier? Ja, du Handlampe, kick me. Oh, jetzt habe ich dich gekickt. Oh, tu hier nicht rumschneiden. Geh einfach weiter. Gut. Hm,
es wird noch mehr Easter Eggs geben, aber wie gesagt, alle kenne ich auch nicht, aber es gibt auch Videos dazu, also von Easter Eggs. In der Regel sind es immer so Kleinigkeiten, Moment, hier Vorführeffekt. Gerade wenn ich was zeigen will, ist nichts, was ich gerade zum Vergleich zeigen kann. Also das war jetzt nur ein Beispiel, angenommen hier der Tisch hier. Manchmal entdeckt man halt so Kleinigkeiten, hier irgendwelche Buchcover. Was weiß ich, eine Flasche hier, der Aufdruck, Poster an der Wand. Also ihr wisst ja, was Easter Eggs sind. Tja, entweder ist hier gar kein Fenster oder ist es kaputt. Da steht hier an der Tür. Ja, nichts Wichtiges. Tut mir leid, wenn es gerade nicht so witzig ist, weil wie gesagt, ich habe ja mit hier schon wieder der Typ hier. Also ich sehe hier nirgendwo irgendwo Alkohol rumstehen. Ist wahrscheinlich eine Anspielung auf den Schwarzen, der da im normalen Postel auch getanzt hat auf der Straße. Hier, da standen ja hier die Bullen um ihn rum. Schmeckt. Na komm, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Ja, hier freut sich hier. Ja, jetzt rennt einer weg von mir. Die ist erst rumklatschen und dann abhauen. Come on, Cowpokes. Ja, warte mal, erstmal die hier. So ist der. Rollen, rollen, rollen. Noch einer ohne Fahrschein. Hier. Ja, der freut sich auch hier. Oh, jetzt klatscht er nicht mehr. Come on, Cowpokes. Ohne Kopf lässt sich besser Luft holen. Also ich hatte ja erwähnt, aber wie gesagt, das ist ja auch bekannt. Sobald man Level rausgeht und mit reingeht, hat man eben hier bei dem Typen gesehen, der da auf der Straße tanzt, sind ja alle wieder da. Und natürlich verhält sich das auch bei manchen Aufgaben so. Und hier wissen wir ja, hier waren die Perversen hier. Maschinengewehr, also stationär stehend. Wenn wir jetzt den Supermarkt das zweite Mal betreten, nachdem die Mission hier bereits erledigt ist, sind die natürlich wieder da. Diesmal mache ich natürlich nicht einen Fehler und tue das Maschinengewehr zu später ober. Diesmal ober ich es gleich. Habe ich halt die Höllenhunde, die mir da irgendwo im Weg rumstehen, aber zumindest kann ich sie dann alle mit dem Maschinengewehr erledigen. Moment, C und dann wieder reinkriechen. Also hier, die Knarre nehme ich schon mal weg. Ich will ja erstmal bis zum Maschinengewehr vordringen. Jetzt müsste normalerweise die Klappe hier zu sein. Na, wo war sie hier? Weil jetzt habe ich ja den Supermarktkassierer bereits erschossen, die kamen raus. Also die Mission ist ja bereits abgeschlossen. Ich glaube, kannte es der Supermarktbesitzer, also den der Anführer wieder da ist. Habib. Ja, also Kasse ist leer. Habib ist weg. Hier wissen wir ja, also Schnee blockiert, also ich kann nicht raus. Und da ich entschied, also dass ich ja auch durch verschlossene Sachen durch kann, kann ich ja diesen Keller, wo sich diese Perversen da aufhalten, auch betreten, ohne dass ich hier irgendwo warten muss, bis jemand mir die Klappe öffnet.
You gotta be fucking kidding. So, jetzt sind wir drin hier, siehst du, hier laufen sie schon rum. Also die könnte ich jetzt schon umbringen, aber ich will ja erstmal das Maschinengewehr erobern, also die hätten mir die Klappe nicht aufgemacht. Also suche ich mir jetzt den Weg zum Maschinengewehr und die kommt dann automatisch, sobald ich anfange zu schießen. Wissen wir ja. Wie aufgeschreckte Hühner. Hier ist nichts. Hier war es. Haben wir ja noch eine Erinnerung. Hier das Ding hier. Also die Röhre. Runter. Halt. Moment, jetzt bin ich hier geschwebt. Ja, ich will in die Röhre rein und nicht. Jetzt los, warum hat er mich jetzt rausgeschmissen? Jetzt hat er mich gerade rausgeschmissen hier. Ah ja. Dann sind wir folgen der Röhre und sehen, ob es jetzt klappt. Ja. Ne, ich werde wieder rausgeschmissen. Also ich muss wahrscheinlich durch das fließende Wasser, muss ich hier Schwebemodus beenden. Also hier kann ich nicht reinschweben. Ja, ich schmeiß mich heute manchmal wieder raus, weil da drinnen fließendes Wasser ist. Ja, dann entdecken sie mich doch. Ich wollte ja eigentlich unentdeckt bleiben, bis ich das Maschinengewehr erobert habe. Oder ich muss der Röhre außen folgen. Genau, ich folge der einfach der Röhre hier außen, bis hier runter. Also wo das fließende Wasser aufhört. Hier wieder rein. Also hier wäre es normalerweise jetzt runtergeflossen. Man sieht es ja. Fließt mir entgegen. Die Typen ignorieren, wie gesagt. Die sehen mich ja nicht. Also ich bin ja im Augenblick noch unsichtbar für die. Ich glaube, hier ging es nicht. Also irgendwie einmal falsch abgebogen. Oder doch? Ach hier, ja genau, man muss sich ja fallen lassen hier. So, und hier ist das stationäre Maschinengewehr. That's disgusting. Achtung, Moment, Moment. Geht klar los. So, los geht's. Butt sauce. Eingabetaste. Ja, wo bleibt die restliche Reihe? Da kommen sie, da kommen sie, da laufen sie. Ich hatte ja gesagt, normalerweise hier reinhalten, aber den Gefallen haben sie mir nicht getan. Also sind da rausgerannt, während ich da reingeschossen habe. Das waren schon alle. Ich dachte, die halten sich für mehr. Also das habe ich ja, wie gesagt, unterlassen. Vorher bei der Freitagsmission habe ich mich ja taktisch verschätzt. Normalerweise wollte ich ja hier eigentlich warten, bis die rauskommen.
Und dann immer hier minutenlang, immer schön in die Öffnung hier rein. Also, ist ja klar. Wir haben alle Soldatschems reingesehen, also sobald diese Landungsboote an den Strand angekommen sind, die Klappe ging runter. Und was ist passiert? Also dasselbe in Grün hier. Gut. Und bei... Halt, war es nicht, was ich machen wollte, genau. Ich wollte Eingabetaste, also Maschinengewehr wieder loslassen. Und beim Parcel Center natürlich dasselbe. Also hier wissen wir ja, Ausgang hier, Bibliothek, auch im normalen Spiel. Allerdings ist da, wie gesagt, hier ein Supermarkt, wo der Ausgang hier bei der Bibliothek rauskommt. Und ich kann mich auch erinnern, wenn hier Dienstag mit dem Buch zurückgeben, wenn hier das Feuer war in der Bibliothek, irgendwo gab es da auch so einen unterirdischen Reingang, weil man sieht ja hier gar nicht hier. Hier sind wir eben rausgekommen hier, ist ein Schneehaufen, also normalerweise ist er ja gar nicht so zu erkennen. Im normalen Spiel wären hier irgendwelche Büsche. Also genau wie der Geheimgang hinter Wohnwagen, wo wir wohnen. Also wenn man es nicht weiß hier, wenn man die Geheimgänge nicht kennt und die auch nirgendwo vermerkt sind, würde man sie gar nicht finden. Also man muss schon ein bisschen rumsuchen, das geht nur durchschweben, wie ich es jetzt gemacht habe. Also betrieben. Das Level, also dass man hier durch Wände gehen kann. Anders finden wir solche Geheimgänge nicht. Also Parcel Center. Also, da ist es ja einfacher, haben wir ja gesehen, ja, Donnerstag, wo ich die Aussätze hatte. Da kamen sie mir ja schön entgegengerannt. Also du musst dich ja wirklich nur das Maschinengewehr einfach draufhalten. Hier die Weichenscheibe nicht erneuert, die ich kaputt gemacht habe. Oder die waren gar nicht mehr drin. Aber ich schätze mal, das sind alles die kaputt. Was willst du jetzt von mir? Hä? Hast du ein Problem? Wollte ich gerade sagen, Parcel Center. Jetzt habe ich mich gerade ablenken lassen hier von dem hier. Hier glaube ich nicht bei den Hotels sich was verändert hat. Ja. Hier sind jetzt nur noch zwei, also vorhin war ja hier eine ganze Party, ne? Obwohl der. Holy shit! Hier war ja eine ganze Party, also jetzt, man sieht es, sind auch wieder mehrere Leute, also dasselbe wieder in Grün, also alle wieder da, ne? Der kommt gleich zu mir. Noch einer? Ne. Also hier hat sich nichts geändert, außer dass die Scheiben wieder drin sind, ist ja klar. Also sobald ich das Level verlasse, wieder betrete, automatisch. Sind die Menschen wieder da und auch hier die Scheiben, also normalerweise sind die Gebäude wieder ganz. Bis auf irgendwelche Aufgabenlevel ist klar, da ist die Aufgabe dann abgehakt, also da geht es nicht nochmal von vorne. So, jetzt wissen wir ja, also diesen Weg nicht, wie üblicherweise, Parcel Center, Hideout, wisst wahrscheinlich den Weg. Es sei denn, wir kommen jetzt wieder mal Wald raus, werden wir gleich sehen. Jetzt ist definitiv offen, jetzt war ja Freitag hier. Also wir sind ja bereits bei Freitag. Hier ist es nicht zu sehen, aber man sieht es halt in Aufgaben, also wir haben jetzt Freitag. Also jetzt ist hier definitiv der Zugang zur Heide als zum Parcel Center. Da hätten wir wahrscheinlich doch den Umweg über Wald nehmen müssen. Ne, wir sind wieder im Wald gelandet. Da ja die eigentlich die Aufgabe hier schon erledigt ist hier. C4 holen im Wald. Glaube ich nicht, dass jetzt wieder das Filmchen abgespielt wird. Also wie vorher, wo man Wald immer betreten wollte. Müsste ich eigentlich jetzt nochmal vorbeigehen können, also bis auf die Party, die dann da rumlaufen. Und müsste dann diesen anderen Weg da zum Parcel Center kommen, also diesen korrekten Gang. Aber ich weiß, ich kam normalerweise auch jetzt von außen hierher, also zum Parcel Center.
kann mir nur erklären, da war unser Wohnwagen stand, also was wir jetzt ausgelassen haben Freitag. Ich erzählt habe, das sind noch zwei, Moment, ich mache meinen Ton etwas leiser, oder ich mache meinen Ton etwas kalt weg. Ich kann mich nur erinnern, Freitag, wo ich gesagt habe, das sind noch zwei Sachen offen. Man muss in der Hölle seinen eigenen Hund bekämpfen, der ist riesig. Wir haben ja die Spritze hier, wo man schrumpfen lassen kann, die Kur. Danach habe ich ja hier gezeigt, also war Cem wieder da. Also wir müssen ihn erst töten, aber hinterher ist er wieder lebendig und wieder unser Freund, also unser Hund. Und das zweite war, wir müssen nochmal das zweite Mal gegen unsere eigene Frau kämpfen. Bei diesem Kuh-Dämon da, also diesen alpischen Höllenfürsten, bin ich mir nicht ganz sicher. Und da weiß ich wahrscheinlich, dass es da irgendwo auch einen Gang zum Passe-Center gab, wo unser Wohnwagen ist, wo dieses, wie nennt man es, Satanistenstern, dieses magische Symbol da auf dieser Dings im Boden war, also auf dem Boden, wo eigentlich mal uns ursprünglich unser Wohnwagen stand. Da muss irgendwo auch in der Nähe ein direkter Zugang zum Passe-Center sein, dass wir nicht immer hier wie hier diesen Umweg über den Wald laufen müssen. Das verstehe ich aber auch nicht. Hier, wenn man mal schaut, hier, man sieht es ja hier, also ich gehe dabei aus, ist im Bild. Nee, genau, also hier ist der Wald, hier, wo wir jetzt gerade fallen, und da ist Passe Center. Probieren wir nochmal den anderen Weg, aber haben wir ja gemerkt, hier von Winter Wonderland kann man nicht direkt zum Hideout. Wir laufen irgendwie immer unterirdisch, ohne dass wir es wollen. Da haben wir immer die Musik hier. Wenn hier Winter Wonderland ist, wo man eben herkommt, also wo Schnee liegt, wir laufen immer, wo wir hier jetzt eigentlich zu heute drüber wollen, also wie früher. Das war damals das Bullenrevier, das ist jetzt Parsecenter, jetzt ist heute alt. Früher ging hier direkt der Weg rüber gerade, jetzt laufen wir immer diesen Umweg über den Wald, ohne dass wir es wollen. Also irgendwie werden wir unterirdisch umgelenkt. Das muss wahrscheinlich im Spiel irgendwo so sein, aber ich schätze mal, das ist ein Fehler irgendwo. Also ein Bug oder ein Glitch. Aber das kann ich mir nicht erklären. Dann ist ja kein Schild, wenn man sieht hier. Moment, ich zeig's euch nochmal. Also Leute, die das normale Postel 2 kennen, das Originalspiel, wissen es ja. Hier ist das Polizeirevier, also jetzt ist es Winter Wonderland. Hier geht es normalerweise zum Elefanten. Hier vorne. Genau, probieren wir mal den Weg über Elefanten. Ah, hier siehst du. Hier. Moment. Hier war ursprünglich der Weg rüber zum Elefantengehege. Ist jetzt gar kein Weg mehr. Also der Weg hier ist komplett weg. Hier wissen wir ja, also Postelfans, wenn wir im Wald gewesen sind, wir kommen hier wieder raus, wo jetzt gerade dieser Bin Laden-Typ uns entgegenkommt, aber jetzt ist es halt ein Hippie. Wir kommen hier wieder zurück. Oder wir kommen halt diesen unterirdischen Gang da zurück. Oder wir kommen diesen Umweg über den Elefantengehege normalerweise zurück. Und hier ist auch kein Schild irgendwo, also wo es hier hinführt. Das Schild hier gehört zum Supermarkt hier. Verweis auf den Wald. Aber wie gesagt, dieses Schild war definitiv vorher hier nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es im normalen Spiel hier an der Stelle war. Normalerweise ist immer den Umweg über das Elefantengehege gelaufen hier. Da vorne, was ich Ihnen gezeigt habe. Kann ich noch mal eine lustige Stelle von Cactus Kiwi erwähnen, wo sich damals den Weihnachtsbaum gefunden hat. Also da habe ich das erste Mal schon gelacht. Also für die ich eigentlich jetzt dieses Video mache als kleine Widmung, ist der Cactus Kiwi mit dem Tannenbaum zurückgekommen aus dem Wald und hat hier zwei Typen hier gesehen, die hier auflauern. Also diese Leute hier mit diesem T-Shirt. Cactus Kiwi war ja nicht als Polizistin verkleidet, beziehungsweise als Polizist. Ich spielte genauso die Postel Figur wie ich. Und da hat sie sich ja hier hinter dem Schild versteckt und hat die Polizei hier die Typen erledigen lassen. Und hier kommt dann immer so ein Blutspritzer hier. Da habe ich das erste Mal gefeiert.
Gut, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, also wir wissen alle, hier ging es eigentlich ursprünglich Parcel Center. Gerader Weg, direkter Weg. Haben wir ja gemerkt, am Donnerstag irgendwie sind wir umgeleitet worden. Jetzt steht hier Hideout, also eigentlich müsste das Parcel Center sein. Der Weg hier vorne hat nicht funktioniert. Elefantengehege gibt es nicht mehr, den Umweg. Bleibt nur der. Und wo kommen wir raus? Garantiert wieder im Wald. Ja, hier. Auch komisch, wir sind den anderen Weg gelaufen eben. Also eben sind wir hier rechts gelaufen, kamen wir hier an der Stelle raus. Jetzt sind wir eher links gelaufen, kommen wieder hier raus. Also irgendwie ist hier ein Glitch drin. Bug. Hier, es geht hier nur gerade. Also da müsste normalerweise jetzt Winter Wonderland sein. Oder vorher war es dieses andere Ding da, dieser andere Tunnel. Hier ist normalerweise nichts, hier sind Steine. Ich gehe jetzt nicht weiter vor. Jetzt bin ich ja wieder drüben im nächsten Level. Und trotzdem werden wir irgendwie immer umgeleitet, obwohl hier gar kein Seitenweg ist hier. Ich kann mir das nur erklären, das ist ein Bug oder ein Glitch. Die einzige Möglichkeit, um jetzt das Parcel Center auf direktem Weg zu erreichen, ist dieser Umweg über den Wald. Wissen wir ja. Mal sehen, ob jetzt die Tür offen ist. Also hier, man merkt es. Das Filmchen hier wird nicht abgespielt, Postel Dude. Also wir haben jetzt die Mission erledigt weiter. Hier war ursprünglich das Elefantengehege. Halt. Ja, bin da sind wir gekommen. Also hier. Hier war der Parkplatz, hier war das Elefantengehege. Könnt ihr nochmal Spaß reinfliegen? You gotta be fucking kidding. Hier ist ja noch irgendwie eine Anzeige, also hier Levelübergang, hier steht sie. Girls, Elefantenfarm und Grill, hier, Lotzone. Kann ich jetzt nur probieren, hier mal reinzuschweben, also reinzufliegen, mal sehen, wo ich damit rauskomme. Wahrscheinlich wieder Winter Wonderland. Ne, hier geht es überhaupt nicht weiter. Sehen Sie? Seht ihr? Ja, also komplett Level ohne Funktion. Also Elefantengehege ist komplett irgendwie verschwunden. Jetzt muss ich wahrscheinlich erst den Tunnel zurück, weil man merkt ja hier, also irgendwie ist kein Ton mehr. Also hier hat das Spiel anscheinend einen kleinen Aussetzer. Hoffentlich lässt er mich jetzt aber dann Tunnel. Also ich habe jetzt den Ton nicht ausgemacht. Der Ton ist jetzt hier im Spiel selber verschwunden. Ja, hier. Also irgendwie ist jetzt hier, wie sagt man, hat jetzt hier irgendwie eine Macke. Hier wäre normalerweise Winter Wonderland, aber man sieht ja hier, alles grau, also kein Level mehr existent, also hat nicht gezählt, dass ich hier durch bin. Und jetzt ist offensichtlich hier, wenn ich mich umdrehe, ne? Hier, jetzt ist halt der Tunnel verschwunden, wie es aussieht. Toll. Kann ich jetzt nur den letzten Spielstand wieder aufrufen, also wo er automatisch gespeichert hat, wo wir eben das Level betreten haben in der Wonderland. Wenn ich mal das lässt er nicht machen. Ja, also Menü ist nicht mehr aufrufbar. Kann ich nur kurz abbrechen, muss halt von vorne starten und dann halt automatisch den letzten Speicherstand aufrufen. Na, wenn das mich einmal machen lassen würde. Diesmal lasse ich aber die Musik ganz laufen. Na ja, gut, das ist eh nicht so laut. Warte, ich mache etwas lauter für euch. Wartet bitte.
Also er hat automatisch Wald gespeichert hier. Er hat keinen Winterwurm dann gespeichert. Gut, ich muss das Fenster wieder in Position schieben. Ja, dürfte hinein. Und ich mache halt natürlich etwas leiser auf Sekunde. Weil jetzt habe ich eben etwas lauter gemacht wegen der Musik. Also, er hat automatisch hier beim Wald gespeichert, aber ist ja egal, wir müssen eh da langlaufen. Also, wir wissen, Elefantenfarm hier ist komplett verschwunden. Und auch nicht hier betretbar, hier dieser Ladebalken, also hier die Loadzone. Finde ich irgendwie komisch, dass man jetzt immer den Umweg über den Wald gehen muss, um zum Basiscenter, also Hideout, zu kommen. Dass der rechte Zugang irgendwie nicht mehr existent ist, also und dadurch, obwohl er angezeigt wird. Also, wir wissen ja, ursprünglich war das hier der Wald hier. Also, den kann ich ins Feuer schmeißen, aber wenn da eine. Also musste ich jetzt nur einen Schuss abgeben, haben die ihre Westen nicht getragen. Normalerweise brauchen die durch die Westen, brauchen die eigentlich auch zwei Schüsse. Keine Ahnung, warum die jetzt alle nur einen Schuss gebraucht haben. Die haben da genug Fleisch, was sie essen. Menschenfleisch oder was sie da grillen. Also schwächer können sie eigentlich nicht werden. Ich sagte gerade, eigentlich wissen wir ja, Dienstag, normales Posten. Ist doch schon wieder einer. Zwei sogar. Oh, ja, zwei Köpfe, ein Schuss hier. Und noch zwei. Also hier ist garantiert so ein sogenannter Spawnpunkt. Hier kommen sie aber wieder neu. Sehen, wenn ich hier ein Stück weggehe. Nee, ich dachte, das ist wieder ein neuer erschienen hier. Wir wissen ja eigentlich, war hier ursprünglich der Wald hier, also Dienstag Weihnachtsbaum holen. Und da hat man ja die Wahl, über das Elefantengehege rein und raus zu gehen in den Wald und wieder zurück. Oder hier hinten. Hier hinten waren dann auch irgendwelche Rednecks mit ihren Hunden, die uns aufgelauert haben. Und hier wäre normalerweise ein Übergang, also direkt zum Hideout, aber eigentlich ist ja hier das Tor zu. Ah, jetzt ist es so. Ja. Seht ihr? Jetzt können wir direkt zum Hideout. Ehemals Basiscenter. Also ich mache nichts. Die Tür hat sich automatisch bewegt. Ja, in dem Augenblick, wo ich. Na, jetzt ist es wieder zu. Ich bin hängen geblieben, ich bin dahinter. Bin ich immer noch dahinter, jetzt bin ich wieder auf der Seite. Die Tür hat sich automatisch geöffnet, sobald ich drauf zugegangen bin. Ja. Also ist das jetzt, merkt euch, falls ihr das Spiel mal jemand spielt, oder wie gesagt, die Leute, die es wissen, also die es haben, wissen es ja schon bereits. Falls ihr zum Parcel Center wollt, also Hideout, wenn ihr dann bestohlen werdet nach der Brauerei, ihr müsst den Umweg über Wald nehmen. Also hier ist dann der eigentliche Zugang zum Hideout. Jetzt hier. Und nirgendwo ist hier am Tunnel. Jetzt wollte ich gerade Tor sagen, deswegen habe ich mich gerade verhaspelt. Tunnel ist kein Tor. Hier war irgendwie mal Meat World oder irgendwas hier, also Hinweis. Jetzt ist ja gar kein Hinweis mehr. Hier nirgendwo ein Schild, nirgendwo eine Markierung. Das einzige, was über die Karte. Ja. Also, wir befinden uns hier. Die Karte ist der einzige Hinweis. Moment, ich drehe mich mal genau auf den Tunnel. Habe ich eigentlich gemacht, dachte ich, aber anscheinend hat die Karte es nicht korrekt angezeigt. Fall zeigt immer weg, obwohl ich mich auf den Tunnel zudrehe. Also hier kommt es zum Parser Center. Man muss den Umweg immer Wald nehmen. Geht nicht anders. Ja, so wissen wir ja. Ursprünglich war das der direkte Weg hier auf Paradise Mall. Onkel Dave hier, Compound.
Das war im normalen Spiel, wenn man Richtung Polizeirevier gegangen ist, diese kleine Abzweigung nach rechts ist jetzt außer Funktion offensichtlich. Ich probiere es mal, ich lade mal hier hinter. Ja. Ey, wo bin ich jetzt gelandet? Moment. Ah. Hideout. Aha, seht ihr? Moment, Karte. Hier wird zwar viel weiter weg angezeigt, der Standort, als eben, wo wir den Umweg über den Wald gegangen sind, über diesen Tunnel. Hier wird zwar viel weiter weg angezeigt, aber komischerweise betritt man das, tut man diese komplette, von da oben bis hier runter, diese komplette Distanz überspringen und ist bereits hier. Also komisch. Ich habe das Spiel nicht programmiert. Ich weiß nicht, was sich dabei die Besitzer, also die Ersteller gedacht haben. Also jetzt probieren wir es natürlich. Also hier, das war der klassische Weg hier. Und anscheinend funktioniert der immer noch, aber wie gesagt, der andere nicht mehr. Also immer der Umweg über den Wald. Ja, also er hat mich nicht irgendwo an der falschen Stelle rausgeschmissen, er hat mich korrekt rausgeschmissen. Also hier Meat World. Müssen wir ja gegenüber vom Mietwirt war. Faser Center, jetzt ist es Hideout. Ah ja, im Mietwirt waren wir ja gar nicht drin. Stimmt, Mietwirt haben wir noch gar nicht betreten. Im kompletten Spiel bisher. Ich könnte mich ja nicht erinnern, dass ich mich da schon umgeschaut habe, weil da ja keine Mission zu erledigen war. Müssen wir jetzt mal aus Spaß reingucken, ob es immer noch da drin genauso aussieht. Hier waren da irgendwo auch so. Ne, eins weiter. Hier genau, also hier ist die andere Treppe hier, wo wir hier hochkommen hier. Wenn wir den Terroristen, die da oben auf dem Berg standen, im normalen Spiel ausgewichen sind. Und hier war da normalerweise, könnt ihr euch erinnern, so ein Platz, wo dann auch so Terroristen waren hier mit Benzinfässern und sonst was. Jetzt ist hier alles öde. Oder Ödnis. Jetzt ist hier Ödnis. Look out! Look out! Wir brauchen alle nur einen Schuss auf den Kopf. Das geht hier ab. Ich habe da gar keinen, wie sagt man, Power-Cheat oder irgendwas, also dass ich mehr Schusskraft hätte. Hier, dasselbe. Dass ich Zivilisten mit einem Schuss den Kopf wegschieße, ist ja klar. Aber wie gesagt, seit wann hier Polizisten oder hier gepanzerte Leute, also Leute, die eine Schutzweste tragen. Ich habe hier nicht irgendwo einen Power-Cheat oder irgendwas verwendet. Also normalerweise ist es genau wie im regulären Spiel, wenn man spielt. Zwei Schuss für Gepanzerte oder für Polizisten, ein Schuss für Ungeschützte, also hier Zivilisten. Gut, wir wollten uns eigentlich mal Mietwörter angucken. Also da waren wir noch gar nicht drin hier. Ist überhaupt noch das Ding oben auf dem Dach? Ja. Also der Ball ist mittlerweile kaputt, aber ansonsten, da weiß er, hier war Mikro. Jetzt liegt hier Schutt. Hier ist alles kaputt. Der war ja vorher schon ohne Funktion hier, der Verkaufsraum. Hier liegt irgendwie noch altes Fleisch, Gammelmist drin. Ah. Hier liegt irgendwas davor. Also dieser, wie sagt man, die Lotzone, dieser Lautübergang ist gar nicht mehr existent anscheinend. Ja. Kann ich jetzt riskieren, da rein zu schweben, aber diesmal speichere ich hier. Ja, oder lieber nicht, da mache ich ja meinen Spielstand kaputt. Also ich schwebe jetzt mal mit euch aus Spaß da rein, aber ich schätze mal, da ist nichts dahinter. You gotta be fucking kidding. Ja, also hier haben sie komplett das Innenleben vom Meat World hier mit Steaks holen, haben sie komplett hier weggelassen. Also ist ja gar nicht vorhanden im Spiel. Deswegen gab es ja auch keine Mission hier.
Also Meatworld kann man vergessen. Parcel Center haben wir herausgefunden, gibt es doch einen direkten Weg. Also man muss nicht nur Weg über Wald laufen, muss man aber erstmal wissen. Also hat das Video wenigstens einen Sinn, wenn ich ein paar versteckte Hinweise gebe oder ein paar, ich sag mal, Secrets aufdecke, Easter Eggs, die nicht allgemein bekannt sind. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt. You go, girl. So, und wie gesagt, Hideout, dasselbe Spiel in Green, wie eben. Moment, Knarre. Die schreibt mir da draußen ein bisschen zu laut. Mit der zwei Schuss, also zwei Köpfe, ein Schuss. Die haben komischerweise zwei Schüsse hier gebraucht. Also genau andersrum. Eigentlich Polizisten zwei Schüsse, gepanzerte Leute, also mit Schutzwesten zwei Schüsse. Hier sind es die Verbrecher hier mit oder ohne Helm, die zwei Schüsse brauchen. Es sei denn, ich habe nicht richtig gezielt. Was war hier nochmal? Überlege ich kurz. Parcel Center da hinten. Ich glaube, da ging es auch zum Wald, oder? Eigentlich, ursprünglich. Probieren wir. Also auch kein Hinweis hier in der Lotzone, aber wie gesagt, kein Hinweis, wo es dahin geht. Also wieder Wald. Komme ich garantiert nicht wieder da raus, wo ich eben rein bin. Also schade, also tut mir leid, wenn ich jetzt nochmal anders laufen muss, aber ich wollte es halt testen, also auf die Art und Weise wisst ihr es wenigstens auch. Winter Wonderland sind wir wahrscheinlich wieder, ja. Gut, also habe ich jetzt die Wahl? Jetzt wissen wir es ja. Diesen Umweg hier zu nehmen. Über den Wald hier. Oder ich laufe zurück, wie ich eigentlich ursprünglich dahin gekommen bin. Und hoffe, dass ich dann wieder im Parcel Center wieder rauskomme. Also Meat World. Hier, das war ja ursprünglich der Weg. Jetzt können wir mal testen. Vorne, also ihr wisst ja, die Leute, die Spiel, also das Original kennen. Also ein Schild, mal schon mal drauf schauen. Moment. Hey, what? How you doing? Gibt's das? Ich wollte mich nicht von der Seite ein, wollte ich kurz sagen. Ich verstehe nicht, warum die alle jetzt nur einen Schuss hier brauchen, also auch die Polizisten und Gepanzerten. Ich habe hier keinen Power-Modus oder irgendwas drin. Wahrscheinlich wird der nicht, aber ich habe ja nicht genau den Kopf jetzt getroffen. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich habe ich schon so viele Leute hier umgelegt, dass automatisch irgendwie hier die Schusskraft sich erhöht hat. Weil, ihr wisst ja, es gibt nur lieber Mode, also die schwächste Einstellung. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich noch eine schwächere Einstellung irgendwo auswählen konnte, die Charakter auswählen kann, und ich kann mich auch nicht erinnern, dass die Waffe hier irgendwo ein Upgrade erhalten hat. Gut, also hier ist Mochi und Church und irgendwas gekritzeltes hier, wahrscheinlich Arabisch oder was, oder eine Fantasiesprache. Hier ist überhaupt kein Hinweis hier.
Lucky gar nicht, also Supermarkt normalerweise. Ja. Also ist der Weg zum Hideout, da wo ich ursprünglich hier nach Hause gehe. Schnauze. Macht überhaupt keinen Spaß, wenn die nur einen Schuss machen. Also euch macht schon Spaß, aber mir nicht. Ich will schon ein bisschen, wie sagt man, effektivere Gegner. Hier, also hier wissen wir ja, hier war eigentlich mal eine Treppe. Hier ging es nach Hause hier zum Supermarkt. Zum Wohnwagen meine ich, Entschuldigung. Hab ich gerade versprochen. Hier geht es eindeutig um die Ecke, also hier ist eine Kurve. Hier ist nicht genau gerade, hier ist auch nochmal eine Ecke gewesen, aber so weit kommen wir gar nicht. Also müssen wir erst, hier müssen wir uns wahrscheinlich bücken, hier ist irgendein Felsvorsprung, also C kriechen. Müssen wir erst da, wo wir ursprünglich gewohnt haben. Ja, hier war der Fuzzi, der damals, also hier war ein Fenster ursprünglich im normalen Spiel, der diese Flaschen hier verkauft hat, hier, wo man immer Geld erbeuten konnte. Und ursprünglich war ja der Übergang, ihr wisst ja, eigentlich hier, also damals im normalen Spiel. Eigentlich war der Übergang irgendwo hier, jetzt ist er halt hier bei diesem Ding auch. Und da haben wir ja gesehen, unterirdisch war ja der Gang, hat ja eine Kurve, also zwei Kurven gehabt hier. Also der Gang ist nicht identisch mit dem alten Übergang. Tja, ist überhaupt einer drin hier, der Typ, der damals die Flaschen verkauft hat. Also ich habe schon mal reingeguckt, aber kann ja sein, es ändert sich. Ja, hier stand er eigentlich immer, hat seine Bullen verkauft. Hier war das Fenster hinter ihm. Hier stand die Frau, genau, die ist noch da. Jetzt nicht mehr. Hier stand der Typ hier, der immer aufgelauert hat. Und hier war eigentlich immer Geld, jetzt ist es weg. Also, ich glaube, Montag oder Dienstag konnte ich ja noch Geld finden. Jetzt ist es nicht mehr. Freitag. Können wir irgendwas kaputt machen? Nein. Munition, aber habe ich ja schon mal in einem anderen Video euch gezeigt. Gut, also. Parcel Center hier. Der Weg oder der Umweg immer weit. Hier heißt halt Parcel Center jetzt halt an. Ja, und was ich sagte, also da ist dasselbe in grün, man kann das Maschinengewehr erbeuten, die Typen sind alle wieder da und natürlich macht es dann Spaß, schön reinzumähen. Oh, jetzt haben wir was verloren, ja, Geld. Schnauze. Hast du was gesehen? Ne. Jetzt hast du sowieso nicht mehr gesehen, jetzt ist der Kopf weg. Ohne Kopf lässt sich schlecht irgendwo als Augenzeug aussagen. Ist doch so. Die wollte mich garantiert auch verraten hier, also muss ich sie zum Schweigen bringen hier. Und der wollte garantiert ihre Aussage gerade zum Protokoll aufnehmen hier. Also, weg. Ihr habt nichts gesehen, ihr habt nichts gehört. Der ohne Kopf habt ihr sowieso nichts gesehen und gehört. Und hier ist generell zu, weil wir wissen ja, wir können das Gebäude auch betreten. Hier sieht man schon, irgendjemand läuft dahinter rum hier. Aber das war ja auch, wie gesagt, im normalen Parcel Center, dass hier immer durch die Tür jemand zu erkennen war. Also wir können auch so das Gebäude betreten. Sind die Fensterscheiben ganz? Ja. Nee. Hier waren ja damals immer schöne Fensterscheiben zum Einschießen. Jetzt ist natürlich alles kaputt. Halt, hier. Ja. Hab ich da nicht eben noch jemand aus den Augenwinkeln wahrnehmen können. Ach, da hinten. Er spielt da in der Luft hier. Hier, die Füße berühren überhaupt nicht richtig im Boden. Und qualmt. Und ist komplett nicht zu töten. Das ist auch so eine Art Glitch-Bug im Spiel. Ja.
nicht getötet werden und tut da nicht richtig auf dem Boden stehen. Ja, ist aber ein Zeuge hier. Hallo, Gagi. Der hätte mich gar. Ja, ich höre noch jemand. Ah, ja. Wollt ihr gerade weg rein? Da ist da noch jemand rumgelaufen. Ah, ja. Terroristen. Ich glaub's. Ich höre schon wieder jemand. Immer wenn du weggehst, hörst du wieder. Ja. Immer wenn du weggehst und denkst, hier ist das gerade alles gesäubert, dann wieder irgendwelche Typen rum. Da ist die nächste. Die wollen es doch alle so. Schnauze. Also, Parsecenter. Ja, da ist schon wieder einer. Also schlimmer als Lemminge hier oder als Hydra, kam uns da einer erschossen, hier wachsen fünf nach. Another disgusting abuse. Gut, also jetzt können wir es doch nicht mehr betreten. Naja, muss ich mir halt mit dem Trick Zugang verschaffen. Typico. Naja, warte ab, ich komm gleich zu dir. Keine Sorge, ich bin klar bei dir. Halt. Jetzt ist halt der Typ hinter dem Tor verschwunden. So, Waffe weg, weil wir wollen ja Maschinengewehr benutzen. Diesmal laufen wir, also vorher sind wir ja hier rückwärts gelaufen, so wie wir uns eigentlich befreien, wenn wir im Parcel-Center wären, hier Paket abholen, weiter, Päckchen abholen. Diesmal laufen wir hier diesen Weg, also über den ursprünglichen Zugang. Ist ja egal, also wenn ihr andere Videos euch angeguckt habt, drinnen die Halle ist mehr oder weniger leergeräumt, wo wir uns damals durchkämpfen mussten. Aber hier gab es ja noch mehr Räume. Wahrscheinlich ist hier die Tür gar nicht mehr. Doch, wollte ich gerade sagen. Hier gab es ja noch mehr Räume hier, wo uns das überall entgegengekommen sind. Und da hat sich alles geändert, wie es aussieht. Also die Räume sind noch identisch hier. Ja. Hat nichts von der Bombe abgekriegt, also alles beim Alten. Hier sogar die Automaten sind noch da. Der Fernseher ist natürlich jetzt beschädigt, hier ist klar. Hier waren wir irgendwie eine Waffe, also ist nicht mehr vorhanden. So, wo war der Flur? Ah, hier. Hier lautet es natürlich jetzt niemand auf, erst drinnen, wenn ich das Maschinengewehr erober. Deswegen habe ich ja gar nicht versucht, jetzt bewaffnet da reinzugehen. Ich kann ohnehin nicht sterben. Und hier wissen wir, hier von was ich Donnerstag jetzt beendet hatte, hier oben sind welche bei den Glasscheiben hier im Dach. Hier teilweise eben hat man irgendwas erkannt. Moment. Eben habe ich hier irgendwo gesehen, wie jemand hier auf dem Glas, also oben Außenseite rumgelaufen ist. Also die Glasscheiben, da laufen welche drauf rum, also die kommen dann auch, wenn man auf die Glasscheiben schießt. Ja, hier ist das Maschinengewehr. Gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an, jetzt belästigt einen niemand hier, stört uns keiner. Dreibein, Lafette. Was soll das hier sein? Press-Eingabe-Taste für eine gute Zeit, also Press-Enter for a good time. Ach so, also hier das Ding. Und jetzt kommt niemand. Ich dachte ja hier, wenn ich auf die Glasscheiben schieße, fallen welche runter. Hier waren ja am Donnerstag auch welche auf den Glasscheiben hier. Ich habe so in Erinnerung, dass man normalerweise hier also wieder die Gegner angegriffen hat, wie vom Donnerstag.
Wie eben da unten hier bei Lucky Garnish. Also die erscheinen anscheinend nicht wieder neu. Wie kommt überhaupt das Auto da rein? Hier ist da irgendwo, hier. Also ist da reingefahren, ist dann da abgestürzt. Weil hier ist ja normalerweise gar kein Tor, wo das Auto hier reinfahren könnte. Tja, macht eigentlich weniger Spaß, weil wenn jemand rumläuft zum Abschießen. Ist das witzlos? Also habe ich jetzt ein bisschen eine Enttäuschung, aber ihr wisst zumindest, also das braucht ihr nicht nochmal auszuprobieren. Ist nur Donnerstag möglich. Freitag, also am Ende vom Spiel, kommt dann niemand mehr. Beim Supermarkt ist wieder alles von vorne. Also da kann man wieder Leute mit dem Maschinengewehr töten. Und da im Wald auch, da war ja auch ein Maschinengewehr auf dem einen Wachturm. Stationär. Gut, also hätten wir uns das hier sparen können, aber zumindest habt ihr jetzt die Gewissheit, dass hier nichts passiert, dass hier alles bei Walten ist. Naja, da wissen wir ja, da kommen wir raus. Also hier war ja der ursprüngliche Weg, wenn wir aus dem Parser Center uns wieder befreit haben. Es liegt nichts rum, es gibt nichts irgendwie Interessantes zu entdecken. Also das Gebäude ist mehr oder weniger am Freitag nutzlos. Es hält sich niemand auf und trotzdem brennt hier immer noch die Tonne. Also anscheinend ist das hier Holz, was ziemlich lange brennt. Also hier wie sie liefern. Zu Fuß, hier per Brief, mit dem Schiff oder halt Luftpost. Gut, also das Gebäude hier kann man vergessen. Und hier halt ein Hinweis. Ist jetzt schwer zu erkennen hier, schlecht zu lesen, Posteldude. Also dadurch haben sie dazugelernt seit dem Spiel, also akzeptiert keine Pakete wie dieses. Tja, dann war das hier eine Luftnummer hier im Parsesender. Hier noch irgendwas Interessantes. Ja. Nur Mist. Komme ich jetzt damit da hier raus oder stürze ich jetzt ab? Ja, also ich stürze anscheinend nicht ab. Ja. Also ich komme nicht rein, außer mit dem Trick, aber ich komme ohne Probleme wieder raus. Come on, Cowpokes. Tja. Mutter 2 hier mit einem Schuss, also zweimal die Köpfe. Ja, Kopf ab, Kopf ab. Du hast nichts gesehen. Hier in den Häusern hier glaube ich nicht, dass da irgendwas Interessantes ist. Also dass halt alles jetzt teilweise runtergekommen ist und irgendwelche anderen Kunden drin hausen. Hier also Fenster zugenagelt. Ja. Fernseher haben sie komischerweise, also benutzen sie anscheinend immer noch. Müll. Keine Lampen an der Decke, dafür haben sie hier die Laternen hier, die da im Supermarkt gehortet worden sind. Hier Kerzen, also offenes Feuer. Aber hier ein bisschen was zu essen. Und ein Getränk. Also kann man sich ja Spaß mal anschauen. Gibt es aber im Grunde auch nichts wirklich Interessantes zu entdecken. Hier ist eine Deckenlampe, aber anscheinend außer Funktion. Hier auch Kerzen stattdessen. Tja. Also nicht so besonders.
Ja. Die unterirdischen Gänge habe ich in die Schnauze. Come on, cowpokes. Hier läuft immer noch die Kotze raus, obwohl er schon längst tot ist, eigentlich schlecht. Jetzt kotz mal ohne Kopf. Mal sehen, ob du immer noch kotzen kannst. Was willst du jetzt? Mich anmachen. Die unterirdischen Gänge wollte ich gerade sagen, hier beim, wo ursprünglich mal sein Wohnwagen stand, die habe ich euch gezeigt, aber wie gesagt, die meisten wissen es ja eh. Wie man zu Tora Bora kommt, wie man zum Friedhof kommt, wie man zum Wald kommt, also über die unterirdischen Gänge. Hier hoffe ich, dass ich jetzt mit der Winter Wonderland, also ehemals Polizeistation, rauskomme. Hier steht sogar Police Station, obwohl gar nicht mehr die Police Station da ist. Die Bank stimmt auch nicht mehr, also das Schild hier kann man total vergessen. Und hier zu den Falkenfarm wissen wir ja, also ist auch nicht mehr existent. Also hier ist zwar ein Durchgang, aber der Hinweis ist nutzlos, der Hinweis hier ist nutzlos. Probieren. Ah, ich höre schon, also Schnee, also hier sind wir aber dann korrekt Winter Wonderland. Ja. Und hier komischerweise, hier, ihr seht es ja, also wer bisher das Video verfolgt hat, hat es ja mitbekommen. Hier ist es korrekt, also rückwärts. Nur hinwärts ist der Weg hier falsch. Wir können es nochmal testen, also wir wissen ja. Ah, ne, kann ich nicht, da bin ich ja wieder im Wald. Also hinwärts Sackgasse führt auf einmal in Wald, rückwärts ist komischerweise das hier korrekt. Komisch. Verstehe, wer will. Ehemals Asylum hier kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da irgendwo was Neues ist. Und hier, wie gesagt, Hotel. Bei Tropic war, also bei hier ist der Eingang genau wie im alten Spiel hier vorne, wo ich gerade Leckenfadenkreuz hin zeige. Bei Tropic war stattdessen der Eingang hier, ansonsten das hier ist identisch wie im Originalspiel. Bei Tropic war halt statt dem Eingang war der Eingang da. Also der Mod für Postal 2, Tropic Mod. Ja. Also Asylum. Regnet, das kann ich eh nicht viel reden. Versteht man mich nicht. Ich will mich erstmal umgucken, ich nehme dann schon die guten Leute vor. Ach hier, John ist wieder da hier. Mit Eternal, ich wollte gerade Return to Kaiser Wolfenstein sagen, Eternal Damnation. Also umgebracht, das Ding hier erbeutet. Jetzt ist zwei Tage später, glaube ich, naja, das war Mittwoch. Ja, der Typ ist wieder da, das Ballteil ist wieder da. Gar nicht schlecht. Da. Diesmal war er aber sauer hier. Beim letzten Mal hat er ja gar nicht reagiert, wo ich den Motor genommen habe. Diesmal war er wirklich sauer, aber man sieht ja, wo es bekloppt. Will mir was tun, aber krieg nicht mal auf die Reihe, die zwei Schritte auf mich zuzugehen hier. Trottel. Und auch nur ein Schuss. Also ich weiß nicht, warum die auf einmal alle nur einen Schuss brauchen. Ich habe irgendwie meine Power hier erhöht. Und hier hat einer auf der Dings hier gelegen, auf der Bridge, jetzt ist er weg. Also Feuer. Tja, aber jetzt der Motor zum zweiten Mal erbeutet hier, also das
Gleichstromteil, obwohl wir es gar nicht mehr benutzen, also gar nicht mehr brauchen. Aber ein bisschen komisch, also anscheinend auch ein Glitch, aber halt ein lustiger Glitch. Ja, ich komme gleich zurück, ich warte. Also hier wieder am Eingang. Gucken wir erstmal noch die Boote da hin. Ach, hier ist die. Hier liegt sie auf der Brücke hier. Schließlich ist die heute hier im Magenschmerzen. Ich würde mal weniger Drogen nehmen, ne? Ja, halt mal ab hier, Scheren. Wieso geht der Kopf nicht? Jetzt wollte ich gerade sagen, vorher ging der Kopf, wo sie noch nicht gezuckt, also wo sie noch nicht tot war. Hier ist er nochmal, das geht hier. Also auch ein Glitch, aber ein lustiger Glitch. Jemand haben wir da drüben getötet, hier schon von Eternal Damnation, im anderen Gebäude. Hier war das Bauteil hier, Gleichstrom. Jetzt ist er schon wieder hier und betet auf einmal hier eine Crackpfeife an. Ah, nicht schlecht. Jetzt wird er gleich wieder aggressiv, wenn ich sie ihm nicht wegnehme. Nee, diesmal nicht. Aber wahrscheinlich, wenn ich ihn trete. Ja. Dann wird er nur ein Schuss. Und er hat aber eine Weste, also ich verstehe es nicht. Also einen lustigen Glitch entdeckt. Der Typ ist in zwei Gebäuden, wahrscheinlich ist er jetzt auch im Hauptgebäude. Du genau so. Hier, wird er zwei mit einem Schuss. Ach ja, wenn ich einmal in Fahrt komme, macht es richtig Spaß. Du pennst das sowieso. So, mal gucken hier, ob man jetzt das dritte Mal schon von Eternal Damnation. Und hier war so ein Perverser, der mich angepinkelt hat hier. Der wahrscheinlich. Er wollte mich gerade wieder einschiffen hier. Nicht mit mir. Nicht heute. Also wir wissen ja, dass der mich schon mal versucht hat anzupinkeln. Jetzt habe ich ihm halt die Gelegenheit nicht gegeben dazu. Ich muss mich ja nicht jeden da einschiffen lassen. Revolver. Die hier wissen wir ja Antrax, warum wehrt die sich nicht? Aber erst wo ich schon zu spät war. Keiner. Auch keiner. Er sitzt da, aber hat vergessen die Hose runterzulassen. Jetzt ist bestimmt hier unten nochmal das dritte Mal schon. Come on, Cowpokes. Achtung, Achtung, also ich lasse mich jetzt selber überraschen. Oh, diesmal drei, die hier was anbauen. Wollte ich gerade sagen, kotzt dich aus hier. Kotzt seinen Blutstrahl. Der läuft immer noch aus dem Mund raus. Oh mein Gott. Ah, nicht schlecht hier. Ja, ich weiß, Antrax. Beten hier Antrax rennen und haben selber Kuhkipp. Also zweimal schon, dreimal hier so durchgeknallt. Die sind auch hier beweglich hier. Moment, schönes Bild. Keine Pyramide mehr. Hätte ich auch vergessen zu zeigen. Und hier steckt auch nochmal hier, keine Ahnung, was sie damit gepostet haben. Warte. Warte bitte. Ah, scheiße, jetzt habe ich falsch gedreht. Hier haben sie irgendwas mit den Scherben gepostet. Also wer bevorzugt hier Scherben benutzt und nicht Cheats, kann sich hier schön ausrüsten. Und hier auch Medipacks. Gut. Bald deine Scheiße. Komischerweise wird er zwei Schuss gebraucht.
Ja, wo sind die ganzen Ausländer hin? Ich hab da hier Leute gehört, die hier rumgeschnauzt haben. Hier bist du pinkelt. Button. Hier noch zwei mit einem Schuss. Ja. So, deswegen probieren wir mal da reinzugehen. You gotta be fucking kidding. Also keine Menschen, aber das Gebäude scheint wieder hergestellt worden zu sein, weil hier waren ja überall Computer, die ich beschädigt habe. Also jetzt sind sie natürlich weggeräumt hier. Entschuldigt, dass ich jetzt so laut rede. Ich habe eben lauter geredet wegen dem Regen draußen. Hier kann ich ja wieder normal reden. Also normale Lautstärke. Hier wissen wir ja, also wollte ich gerade sagen, Panzerglas, also nicht beschädigt. Kann nicht beschädigt werden. Aha, wenn ich hier durch die Decke schwebe, geht die Musik an. Für die Grenzstraßen. Hier war ja ursprünglich die Glasscheibe hier, das war ja auf Bank, also Montag. Ist aber nur in diesem Zwischenbereich hier, wo die Musik angeht, wenn man Schwebemodus einstellt, also I feel free. Ist nicht außen, dann ist er nicht im Gebäude. Also man muss genau hier in diesen Zwischenbereich hier reinkommen hier. Also auch ein interessanter Glitch oder Bug. Nix. Anscheinend wirklich kein Mensch drin, sonst wäre schon längst jemand angekommen, wenn ich hier alles kaputt mache. Ja, hier ist er klar, in dem. Na, weg. Hier in dem einen Zimmer, wo der Typ getanzt hat. Also ist klar, dass seine Musik noch läuft. Der hat ja garantiert, wo er verschwunden ist oder ich ihn getötet habe, einen Kassettenrekorder nicht ausgemacht. Nee, das war nicht das Zimmer. Tresor ist natürlich zu, ich bezweifle aber, dass da jemand drin ist. Jetzt wollte ich gerade Schwebe machen, ich habe ja schon Schwebe. Also hätte ich eine Waffe jetzt gefunden, wenn ich reingeschwebt wäre und hätte mich mal kurz wieder normal gemacht und dann die Waffen genommen, dann wird er rausgeschwebt. Donuts, also was zu essen, kann ich jetzt drauf verzichten. Keine Ahnung, wer die hier füttert. Ob das hier noch funktioniert, also wie gehabt, wo es noch eine Bank war, was ich erwähnt hatte, wenn man einen Supermarkt ausraubt. Erst, ich zeige es dann später nochmal, erst nochmal da drüben die eine Klappe runter, aber das ist eigentlich auch kein, wie sagt man, kein Geheimnis mehr. Das ist auch schon lange bekannt. Wenn man seinen Check nicht einlöst, erst da im Nebengebäude die kleine Klappe von dem Schacht kaputt, also zur Seite schieben. Dann statt seinen Check einzulösen, also sich anzustellen, wenn man nicht Gewalt ausüben will, hier schnell ein Tresor ausrauben, sein Geld und dann hier das Bücherregal zur Seite. Da kann man flüchten. Die Polizei verfolgt einen in der Regel nicht in diesen Schacht rein, hier, also in diesen Gang. Hier wollte ich gerade sagen, ich kann ja schweben. Also normalerweise lässt sich das wegschieben hier von der großen Raum, also von der anderen Seite.
wie gesagt, hier hinter. Hier diese Klappe muss halt vorher geöffnet werden. Moment, ich gehe raus, dass ihr wisst, welches Gebäude das ist. Ich mache mal kurz einen Ton aus wegen Regen. Also wenn man von da kommt, hier wo dieses Schriftzug ist, dieses Gebäude rein. Hier unten erst diese Klappe wegschieben. Kann ich jetzt nicht, weil ich gerade schwebe. Also reagiert es gerade nicht auf meine Fußtritte. Erst diese Klappe wegschieben, dann zur Bank, Tresor ausrauben, Bücherregal wegschieben. Hier kann man wieder so flüchten, wie ich gerade hergekommen bin. Also das muss zuerst weg sein und dann kann man hier von den Tresorraum flüchten. Also im normalen Spiel. Ich rede nicht von hier, von Paradise Lost. Oh, so vor mich geblieben. Das war nicht geplant. Tja, Moment, muss ich mal kurz wieder hier Spielstand laden. Also automatischen Spielstand. Kann ich euch ja das zeigen, also ich gehe jetzt nicht. Jetzt kann ich euch nochmal zeigen, also ich gehe jetzt nicht nochmal in die Bank, also hier, dass ich durch die Tür schwebe. Ich laufe jetzt außen rum und tut diese Klappe wegschieben. Da durfte ich normalerweise eigentlich abstürzen, das war jetzt eben, weil ich noch hier Alpha Free drin hatte. Also, zur Seite, wenn es geht. Also hier geht es nicht, im normalen Spiel geht's. Also muss ich mir doch mal da anders Zugang verschaffen. Oder, Moment, warte. Was ist denn jetzt los? Seite wollen. Also man kann nicht hier die Klappe öffnen mit drauf schießen, drauf treten. You're under arrest, shitbag. Hands in the air. You have the right to remain silent. Anything you say. Come on, cowpokes. Das wollt ihr alle von mir? Ist hier irgendwo ein Hänger? Ich versuche mal da reinzukommen, also Code einzugeben, er lässt mich gar nicht. You gotta be fucking kidding. Jetzt. So, Vorsicht, nicht, dass ich hier wieder abstürze. Also was heißt abstürze? Dass ich wieder aus dem Level rausschwebe. You go, girl. Jetzt hat's funktioniert. So, mal sehen, ob ich an dieses Spiel rankomme oder zumindest von außen mir es genauer angucken kann, hier mit Zielfernrohr, also statt Lupe. Anscheinend war das ein Puzzle-Game. Ja, muss ich doppelt betrügen, also er lässt mich nicht. Doch, jetzt. Ja, wo warst du auf dem Altar? Knarre, hier. Moment, ich mache ein Stück zurück. Ja, wieso geht es nicht wieder rückwärts? Das ist ja ein komischer Scheiß. Zoom.
Also Postal 3, wir haben es ja schon erkannt, also eigentlich kein wertvolles Spiel, aber obwohl es ignoriert wird hier, wollten sie wahrscheinlich nochmal einen kleinen Scherz draus machen. Ich weiß gar nicht, ob das originale Cover aussah, also, aber ich habe es ja nie besessen, das Spiel. Können nur die Leute beantworten, die sich den Mist hier geholt haben, aber die meisten werden sich es nur als Stream geholt haben. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur Dings beenden. So, jetzt versuche ich es zu nehmen, mal sehen, ob mich lässt. Oder ob ich wieder Absturz habe. What the hell is this shit? I don't know, but it looks pretty cool to me. Aber anscheinend lässt es mich nicht einstecken. Ja. Also ich kann es nicht nehmen. Geld. Und Kerzen, die mal gebrannt haben, wie es also. Nee, die sind da komplett jungfräulich, die Kerzen. Gut, also auch nichts unbedingt so interessantes. Aber zumindest habt ihr es mal gesehen. You gotta be fucking kidding. You go, girl. Draußen glaube ich nicht. Also hier, die reagieren nicht mehr, also so leise war die Knarre da gar nicht, das kann man da nicht überhören. Die laufen da rum, als ob nie was gewesen ist. Ich wollte gerade sagen, hier draußen, aber dann ist mir eingefallen, Roboterfabrik, also wir müssen ja noch in ein anderes Level, ich bin ja einmal falsch abgebogen. Das Einzige, was ich weiß, in der Roboterfabrik, also die sind alle wieder da, die Roboter. Also wir können theoretisch nochmal die Roboterfabrik jetzt durchmarschieren. Das war ja mit das Interessanteste, also hier im dem Game. Ja. Robotics Factory. Also ehemals Napalm-Fabrik und jetzt halt Roboter-Fabrik. Moment. Ich hatte ja erwähnt, hier ist immer einer, der mir auflauert, genau hier. Also der verfällt mich eigentlich generell. So war es auch das allererste Mal, wo ich, ne, der Typ nicht.
Hau mal ab da. Hier der Vogel hier mit dem Ding hier. Der sich wahrscheinlich für einen Breithuhn hält. Das will der jetzt. Aber hier auch einer, der mich überfallen will. Ich wollte eigentlich nur hier auf den einen Typen aufmerksam machen, was ich erzählt habe immer. Wo ich das Spiel das allererste Mal gespielt habe, da habe ich ja nicht gewusst, dass man überfallen werden kann, bin ich von dem hier überfallen worden. Also unvorbereitet. Da kommen hier klein 20 Leute angerannt hier und wollen irgendwo alle auf mich losgehen. Ich habe noch nicht mal auf den Typen geschossen, da wollten schon die anderen auf mich losgehen. Hammer. Da muss man meinen Ton wegmachen, wenn ich was erzähle. Also man sieht es ja. Jetzt ist es permanent offen. Und da hatte ich auch erwähnt, hier war montags, oder wo ich mir schon mal heimlich Zugang verschafft habe, war hier im ehemaligen Wachhäuschen unten war ein Roboter drin. Kampfdroide. Mal sehen, ob er jetzt drin ist. Man hört ihn schon, also er ist drin. Da hinten fährt er rum, da ist irgendeine Bewegung hier. Also er ist drin. Ne? Wo bleibst du? Also er labert mir da in der Ecke auf, aber er ist ja dumm und macht Geräusche. Also man weiß genau, dass er da schon auf einen wartet hier. Also Original Terminator Anspielung hier, also Maschinen, die Maschinen produzieren und sogar Maschinen, die hier komplett, wenn man so will, das Personal. Maschinen, die komplett hier das Personal ersetzt haben. Hier, da ist er. Was braucht ein Roboter hier? Eine Schutzweste. Tja. Hier wissen wir, hier kommen wir wieder raus. Also haben wir ja schon durch die Mission. Mal sehen, ob wir oben reinkommen, wo ursprünglich Napalmfabrik, wo wir reingekommen sind. Lichtschalter können wir nicht benutzen, also bedienen. Glaube ich auf jeden Fall nicht. Ja, also reagiert nicht, Eingabetest oder irgendwas. Hier ist kein Roboter, also da wird man ja klar irgendwo schon jemanden singen oder Geräusche machen hören. Aber innen drin wird halt weiterhin kräftig produziert. Also, ich habe zwar angeblich alles zerstört, aber anscheinend haben die Roboter alles wieder repariert und hergestellt. Also, innen drin ist es genau wie vorher hier. Die sind alle aggressiv, die gehen auf mich los. Schalter wissen wir ja hier, wird ja eingeblendet. Eingabetaste. Ach, sogar wieder Menschen hier. Also nicht nur Roboter, sondern sogar Menschen. Und komischerweise hier sind die Roboter wieder friedlich. Haben sie den Amoklauf entweder vergessen? Also auch die Roboter haben Amoklauf vergessen.
Nicht nur hier die Leute hier, wenn das neue Mitarbeiter sind. Und da hat laut dem hier nie stattgefunden, dass hier wieder alles beim Alten ist. Ich war der Meinung, hier sind jetzt ausschließlich nur noch Androiden, also gar keine Menschen mehr. Hier war ja das Teil, was wir gefunden haben, also was wir gebraucht haben. Und dann ging es ja los. Also nochmal, hier ist es doch. Also können wir das auch nochmal nehmen. Also komisch geht, dass man bestimmte Items zweimal, dreimal einsammeln kann. Ja, I am the Vendicure Model XJ2. Please step forward and urinate. Thanks for the urine. Yes, the Vendicure XJ-2 is a complete success. We'll have the rest of these units serving the public in no time. Did you see what that guy just did? Good God, that is disgusting. Let's tear this meat bag a new piss hole. Executing pissed off robot mode sequence. I'll flush you up, motherfucker. Great Scott, the robots are rebelling. Batu Paradu something. Also ein Tritt ist er kaputt, also wissen wir, es ist nicht alles friedlich, sobald ich hier das Teil nehme, laufen die Bilder amok und rosten aus. Wie kommt der Wissenschaftler hier zu mir? Der war doch da drinnen. Oder Labormitarbeiter oder keine Ahnung, wie die sind. Könnten wir jetzt komplett diesen Amoklauf wieder wiederholen, die Mission vom Donnerstag. Wir haben sogar das Teil wieder, aber wir brauchen sie eigentlich nicht mehr. Und der ist hier wahrscheinlich beschädigt hier oder was? Ah, hier ist was zu essen. Ja. Mal gucken, was da bei der Klappe los ist. Moment, muss etwas näher ran. Also hier Einspielung hier 4U 2P, also R2D2. Ja, also der ist wahrscheinlich kaputt, deswegen geht er nicht auf mich los hier. Oder? Mal provozieren. Also der tut mir anscheinend nichts. Also jetzt sowieso nicht mehr. Und hier hört man ja schon, also wissen wir ja. Moment, Eingabetaste. Hier hört man ja schon, irgendwo singt einer, also Roboter. Also man weiß ja schon genau ungefähr, wo sie sind. Ah, das will ich doch gar nicht. Das habe ich um einen Haar wieder Selbstmord bekommen. Butt Sauce. Ja, ich wollte eigentlich über die Klappen sehen.
Ja, jetzt ist gut. Also von da bin ich gekommen hier. Hier sieht man ja zu. Hier sieht man ja offen, aber da die Tür auf der anderen Seite ist zu. Ja, also. Drittes Ding hier geht's weiter hier. Also Leiter rein hier unten und Leiter hochklettern, aber das wisst ihr ja. Hier ist schon einer hier. Ich dachte, der ist ein Bescheuert und fährt hier raus und stürzt hier runter. Da! Klasse. Der ist hier rausgefahren, ist hier rübergefahren. Wie ist der da runtergekommen? Er ist hier oben rausgefahren. Er ist hier rausgefahren, ist hier rübergefahren. Hat er die Leiter benutzt? Wie kommt er jetzt aber wieder runter? Executing pissed off robot mode sequence. My sight is working out. Klasse, können die Roboter hier die Leiter klettern hier? Da haben wir. Hier ist noch einer. Mal sehen, ob der rausfährt. Das sehe ich nämlich, wo der die Leiter benutzt. Aber der tut mir den Gefallen nicht und kommt hier raus. Ja. Ach doch, er kommt raus. Also, aber nur ein Stückchen hier. Er kommt nicht ganz raus. Ja. Er bleibt da stehen auf der vorletzten Flug. Ich hätte gerne mal gesehen, wie der Roboter jetzt von da unten auf die nächste Etage gekommen ist. Ah, das war. Shit. Also der eine. Oh, Mommy. Der eine ist ein Stück weiter vorgefahren, aber der andere nicht. Ist ja klar, also hier genau wie die Zombies werfen da ihre Organe oder Blut oder was und die werfen halt hier Urin. Also im Grunde reagieren sie genau wie die Zombies, nur dass die wahrscheinlich ein Tick intelligenter sind. Also hier hat sich nicht viel verändert, im Grunde ist alles beim Alten. Das, was ich zerstört habe, ist alles wieder in Betrieb. Also irgendwas schalte ich hier aus, wahrscheinlich, wie sagt man, ein Laser, also hier, der Warn hier checkt, hier genau, hier. Das muss ich ausschalten. Ansonsten kennt man ja Resident Evil, werde ich hier zerschnitten hier, also Laser, die auch organisches zerschneiden können hier. Also wenn ich hier auf dem Förderband fahre, muss was wollte das eben? Irgendwas haben sie hier abgewiesen hier. Haben wir das Ding hier beobachten an der Wand. Schade, ich habe gerade nicht hingeguckt in dem Moment, wo er es gemacht hat. Also irgendwas erkennen die Laser hier und wenn es falsch ist, entweder zerschneiden sie oder der Abweiser kommt und schmeißt sie runter. Müsste eigentlich hier unten was liegen. Ich sehe es aber nicht, also er hat sie runtergeschmissen, aber es ist nicht da.
Zumindest haben wir es mal gesehen. Also ich hätte es gar nicht ausschalten brauchen hier, aber wie gesagt, ich wollte halt jetzt auch nicht hier vorbeifliegen. Ich habe halt alles Spaß mal gemacht. Also da drin ist der Schalter, mit dem wird hier der Laser deaktiviert. Ja, die reichen mich nicht von da unten, aber wie gesagt, wenn ich schon mal dabei bin. Moment, hier hat Fässer. Die Fässer haben dafür gesorgt, dass hier irgendwas drauf stürzt. Also das andere Vorderband, was hier normalerweise jetzt gefahren wäre, fährt nicht mehr. Also eigentlich ist nicht vorgesehen, dass ich nach hier weitergehe. Also nach hier weiter. Hier sieht man ja auch. Hier wäre ich normalerweise in die Lava gefallen. Da kann ich mich klappen vorbeimogeln hier. Ja, hier ist auch Lava, also aufpassen. Aber hier ist nichts. Also wir müssen den anderen Weg da nehmen. Mit dem Stein, den will ich jetzt mal sehen. Hier, hier bei dem Fass, keine Ahnung, was sie veranstalten. Schweiß. Ach, die haben Beine an den Roboterbeine. Also hier die Arme hier. Hier war da eben einer. Ja. Die haben die Arme hier an den Roboter gemacht, also an den Rohling. Und hier haben sie aber auch an die Tonne oder hier an den Stuhl hier. Hier haben sie auch Arme dran gemacht. Oder eben der Stein. Da haben wir. Hier. Also nicht unbedingt die intelligentesten, also zumindest da unten die Roboter nicht, die da Maschinen zusammensetzen. Ja, man hört sie schon von Weitem, also irgendwo lauert mir bitte einer auf hier. Oder sogar mehrere. Ach hier, ja. Jetzt wissen wir, jetzt muss ich warten hier, bis die Tür sich schließt und dann erst geht die. Also wahrscheinlich muss ich näher rein. Ja, Lichtschranke, es geht die zu, dann geht die auf. Ja. Ah, jetzt. Hier wissen wir ja, hier sind sie zwischen diesen Flammensäulen hier versteckt hier. Ja. Let's tear this meat bag a new pisshole. I hope you're into water.
auch nicht gerade die intelligentesten. Also wenn ich fliege, kann ich mich hier hochmogeln und kann hier die Flammen hier muss nicht da durchbalancieren. Aber ich muss sowieso irgendwo darüber, aber wahrscheinlich geht es da weiter. Also ich muss dann fliegen hier vorbei. Hier. Ja. Reagiert nicht, also ich muss erst hier bei dem anderen Tor sein, also Lichtschranke. Ah, jetzt. Ihr wisst schon, hier habe ich das letzte Mal geschossen, weil ich dachte, hier lauern welche auf, aber war ja gar nichts. Also nix, also nach unten. Auch nix. Hier. Zu. Ja. Zu. Zu. Ja. Ja, und hier ist Schluss. Also hier bleibt nur die eine Tür hier. Also hier kann man eigentlich nichts falsch machen. So, hier war noch irgendwo ein Raum, wo ich was finde, aber ich glaube kaum, dass es für mich interessant ist. Und hier war ja eben Checkpoint Reach. Also hier wird gespeichert, hier ist dann der Ausgang. Also hier muss man noch den letzten Kampf bestehen, danach kommt man wieder raus. Aber das wisst ihr ja, wenn ihr Donnerstag die Mission geguckt habt. Gut. Also hier hätte ich nochmal was zu trinken gefunden. Munition. Noch mehr Munition. Also hier Schrotflinte. Ja, das brauche ich alles nicht, benutze ich nicht die Waffen. Baseballkeule habe ich mich schon dazu geäußert. Also wäre so bescheuert und geht mit dem Baseballschläger auf Kampf-Androiden los. Kampf-Droiden. Tja. Machen wir das jetzt noch hier zu Ende, also bis wir rauskommen, dann habe ich eigentlich alles gezeigt. Also ansonsten sind mir hier keine weiteren Easter Eggs oder Geheimnisse oder irgendwas hier bekannt hier. How convenient. Are you crazy? There's no way I'm opening that door until the area is clear of these kill robots. You go, girl. You gotta be fucking kidding.
I'll give you a floppy drive. Stick it down. His bag. Let's tear this meat bag a new piss hole. I'll flush you up. War ja klar, also eigentlich hier zu Fuß die Roboter bekämpfen, hier die Fässer zur Hilfe nehmen. Hat er noch welche? Ja, komm, immer schön auf einen Haufen hier. Rottet euch schön zusammen auf einen Punkt. Also da kommt sie raus, wahrscheinlich erst das mittlere. Moment. I think that was the last of them. I'll unlock the door now. Also hier kommen sie raus, erst aus dem mittleren, dann aus dem rechten. Aus dem linken kommen sie wahrscheinlich nicht, also ist mir nicht aufgefallen. Die aus dem linken waren wahrscheinlich die, die zuerst sich aufgehalten haben. Ja, und wie gesagt, normalerweise tue ich jetzt hier hochschweben. Legt die Wissenschaftler um, aber ist ja nicht so wichtig. Also alles beim Alten, man kann dasselbe Item nochmal nehmen, was man eigentlich am Donnerstag holen muss. Und keine Ahnung, ob der wieder hier in seinem Wachholzschnitz ist. Anscheinend nicht, also nur beim ersten Mal hier. Weil wir sind ja wieder im Erdgeschoss. Ah, doch, ich höre ihn doch. Na, ist er draußen vor der Tür. Hat er sich da hinten versteckt, wo ich gerade hergekommen bin? Ja, ist egal. Moment, ich gehe wieder zurück. Achso, ich bin noch hier. Also wahrscheinlich war er draußen vor der Tür. Ja, jetzt ist ja alles leer. Eben nicht. Ach, jetzt ist hier ganz zu. Klasse. Hätte ich wohl nicht eben nochmal aus Versehen danach schauen sollen. Ich dachte, ich höre doch, der ist da unten bei der Treppe. Ist ja egal, Moment. Butt Sauce. Ach, geht nicht. Also ich bin hier wieder in der Fabrik. Also ich müsste den ganzen Kampf jetzt nochmal machen, aber kann ich mir ja schenken. Wir haben sie gesehen. Nee, immer noch nicht. Also hier, das ist der normale Speicher. Ich muss den anderen nehmen. Den Checkpoint. Ja. Aber diesmal verschaffe ich mir gleich hier bei der Tür Zugang. Also tu gar nicht mit denen lange rumkämpfen. Muss ich kurz warten, das Filmchen kann ich ja nicht beeinflussen. How convenient. Are you crazy? There's no way I'm opening that door until the area is clear of these killer robots. You go, girl. You gotta be fucking kidding.
also hier war keiner. Ich darf nicht darunter laufen, da wird wieder der nächste Speicherpunkt aufgerufen. Aber ich habe jemanden gehört, also wahrscheinlich hier vor der Tür. Aber, oder unten in seinem Büro, genau, ich bin oben. Moment, er ist unten wieder in seinem Wachhäuschen. Ja, man hört ihn ja schon, also der ist wieder hier. Da ist er. Warum kommt er nicht raus? Jetzt kommt er raus. Ja, ich weiß. Ist doch gut, schlapp mich doch nicht. Hier, ich stehe jetzt genau, also man sieht ja die Füße nicht, ich stehe jetzt genau neben dem Monitor, also hier auf dem schmalen Sims. Und er hat mich so in die Enge getrieben, die Sau, dass ich hier weder nach da noch da runterspringen kann. Also ich muss ihn bekämpfen, ansonsten komme ich nie wieder jetzt von dem Tisch hier runter. Hier. Klasse. Gar nicht so dumm, wie ich dachte hier. Ich stand hier auf dem Sims und der hat mich jetzt hier vollkommen eingezwängt, dass ich da aus der Ecke nicht raus konnte. Die Sau. Ja, ich dachte Geld. Und hier bin ich mir nicht sicher, ob die Zombies immer noch auf dem Schrottplatz rumlaufen. Ja. Ja. Oh my man. Rolling, rolling, rolling. Und nicht genau den Weg rum. Come on, Cowpokes. Da ist so viel Platz, da muss man genau den Weg rumrennen. Ich wollte gar nicht töten, die sind mir nur im Weg rumgerannt. War da genug Platz, die hätten da links und rechts vorbeigekonnt. Ich will noch mal kurz zum Ende hier zum Güterbahnhof, dass ihr noch mal am Schluss die Musik noch mal genießen könnt. Also, soweit ich weiß, haben wir alles gesehen. Ja, da hat sich nichts geändert. Rollin', rollin'.
Come on, cowpokes. Die Händler haben wir ja auch schon nachgeguckt, also da gibt es nichts, was irgendwie neu zu entdecken wäre. Einkaufszentrum kennen wir, also mir fällt nichts mehr ein. Was hier an dem Spiel anders war, im Unterschied zu Postal 2, also dem klassischen Shadow Pain, habe ich versucht zusammenzufassen oder zu erwähnen. Also, viel Spaß dabei, wer es noch gar nicht ausprobiert hat, alles andere ist bekannt. Ich glaube, der Stand hier war vorher nicht, aber wie gesagt, ansonsten hat sich ja nichts geändert. Was verkaufen die überhaupt? Ach ja. Hi there. Kreutsche Figur und unseren Motorteil. Diesmal kann ich es nicht nehmen hier, also das andere Motorteil hier. Wieso war denn nicht sauer? Ja. Salutations. Ich kann hier gar nichts irgendwo nehmen, also es sei denn, wie gesagt, ich würde es umlegen, aber da kann ich es auch nicht nehmen. Gut, dann genießt die Musik, Sekunde. Ich mache schon mal lauter. Also ich muss kurz meine Lautstärke etwas erhöhen. Und dann war es das von meiner Seite aus. Viel Spaß bei dem Spiel, wer es noch nie gespielt hat. Es lohnt sich. Ist einen anderen Stand, Speicherstand aufrufen. Ich kann ja gar nicht diesen hier nehmen. Aber ist egal, also den haben wir ja. Moment, wir sind gleich dort, also ihr könnt klar die Musik genießen. Ja, also wir haben Champ befreit, alles erledigt. Es regnet wieder Katzen. Und hier verschwinde, also das war's. Escape, also weg. Und achtet mal am Schluss, was passiert. Weil das war ja lustig. Er tut die Stadt das zweite Mal atomisieren. Komm mit, Jen. And so, the postal dude and his loyal companion Champ, as they took one last look back at the town that challenged them this long week, they knew there was something to be learned from their experience. They came face to face with a true demonstration of the tenacity of the human spirit. The people of this town rose from the ashes of a nuclear apocalypse, dusted themselves off, and soldiered on. They're a true testament to the resolve and determination of humanity. And deep in their hearts, our two heroes knew that the denizens of this town were going to be just fine in their little slice of paradise. Or maybe not. Eh, fuck 'em. Come on, champ. We got adventures waiting elsewhere. Same song, let me get it.
It's always the same one man singing a song that drags me to the bottom. It's always the same words, those same sounds I wish I had forgotten. It's always the same song that makes me feel forgotten. It's always the same song. When it comes home, it takes me to that place where friends are.